Ja, da sind wir auch schon bei dem Zähmen von Tieren. Und zwar ist direkt hier vor unserer Siedlung spawnen zwei Schafe. Einmal der Bock und einmal das weibliche Schaf. Ich bin jetzt als Spieler drinne, nicht als GM. Und ich wollte euch mal zeigen, wie das Zähmen funktioniert. So ging es nämlich bei mir. Einerseits hört ihr die neuen Geräusche. Es sind doch noch andere Tiere implementiert worden. Einerseits hört ihr die neuen Geräusche. Und wenn man sich langsam, ohne dass man Geräusche macht, immer nur die W-Taste halt antippt, kann man sich langsam an das Schaf rantasten. Man braucht natürlich. Und da rennt es auch schon weg. Aber das geht schon, das geht schon. Passt mal auf. Man braucht natürlich Animal Lore. Das ist ja halt über die ganze Zeit halt gekommen. Man braucht halt Animal Lore mindestens auf 60. Genau. Und ja, genau. Und am besten wäre es auf 90, weil dann kann man die nämlich auch züchten. Denn ich habe nämlich schon, bevor der Restart hier jetzt war, wir hatten gerade eben einen Restart, hatte ich ein Bock und ein Schaf. Ich meine, die haben den gleichen Skin, aber es sollte ein männliches und ein weibliches sein. Jetzt seht ihr, ich schleiche mich langsam ran. Ich versuche dort mit der rechten. Jetzt kann ich ihn anwählen hier. Machen wir rechts, dann kommt der Reiter Tame. Klicken wir an. Und ich habe mir jetzt Cool mitgenommen, weil ich letztes Mal mit Cool auch getamed habe. Dann klicke ich den Cool ganz normal an, drücke auf Select und dann müsste das eigentlich funktionieren. Dann müsste gleich die Karte, ihr seht, ich habe selber Wolle. Dann müsste gleich die Karte, genau. You have successfully tamed the mutton. Das war jetzt das Schaf. Jetzt machen wir das gleiche nochmal mit dem Bock. Bären und sowas sind angeblich auch implementiert. Ich habe noch keinen gefunden. Bleibst du stehen, du alles Scheißding. Bären sind auch implementiert. Machen wir das gleiche Spielchen nochmal. Also so mache ich es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man ganz normal rangehen kann, aber ich versuche mich auch immer möglichst so ein bisschen von der Seite oder von hinten zu nähern. Und Schweine. Wilde Schweine als auch Sauen sollten, glaube ich, auch mit implementiert sein. Also ein Wildschwein habe ich schon mal gefunden, also ein Eber, die männliche Form. Eine weibliche Form habe ich noch nicht gefunden. Ey, du Scheißding, bleib doch mal stehen. Seht ihr, das ist nämlich doch ganz schön. Vielleicht ist es ja doch besser, wenn man sich von hinten annähert. Einen Moment. Also wie gesagt, ihr braucht halt Futter, Äpfel oder sonst irgendwas. Sie fressen auch noch Äpfel in der ganz normalen Scheune. Das ist zum Beispiel ein Schaf, was man in der Scheune halt hat. Es hat eine Qualität von 85, meine Güte, und wiegt halt 25. Also ihr braucht schon ein bisschen Platz im Inventar. Und sowas. Und ich hatte die zwei dann in das Breeding-Fenster reingepackt und dann vögeln die halt miteinander, beziehungsweise schäfeln die halt miteinander. Und dann habe ich auch schon ein neues Lamm. Okay, Osterzeit ist Lamm, aber. Na, komm her, du Scheißding. Komm her. Jetzt renn nicht wieder weg. Ich glaube, wenn man sich von hinten. Da, jetzt haben wir ihn. Wie gesagt, wir machen Rechtsklick drauf. Es ist halt die Entfernung, die wir benutzen können. So ähnlich wie bei den Building Logs. Wenn man weit genug weg ist, dann leuchten die auch hell auf. Rechtsklick, dann kommt der Tame-Button. Dann tamen wir das Ding. Ob die Qualität jetzt davon abhängig ist oder nicht, das kann ich euch nicht sagen, aber so funktioniert es halt. Also hat es bei mir bis jetzt immer funktioniert, ohne irgendwelche Misserfolge. Kann auch sein wahrscheinlich, dass ich. Okay, das hat jetzt. Ja, wenn man schon gerade mal vom Teufel spricht, dann ist der Misserfolg da. Mal gucken, ob es beim zweiten Mal klappt. Ha, seht ihr, da haben wir ihn. Da haben wir einmal den Bock und das Schaf. Und das können wir. Ich renne mal fix zurück. Das können wir jetzt in die Scheune setzen, also in die Bahn. Das können wir jetzt in die Scheune setzen, in die Bahn. Und dann kann man Dung ernten, beziehungsweise, wie ihr hier seht, kann man gleich Wolle ernten. Weil ist ja ganz logisch. Das heißt, die dritte Komponente in Sachen Schneiderei, in Sachen Tailoring, ist dann somit auch eingefügt worden, was natürlich sehr schön ist. Man kann den Thron bauen, man kann halt gewisse Klamotten bauen, die Decorated-Klamotten und so weiter kann man bauen. Man kann, ich glaube, das große Decorated-Bett kann man mittlerweile bauen. Aber das, denke ich mal, wird dann auch mit der Zeit, wenn die nächsten oder die folgenden Patches kommen, werden die dann auch mit eingefügt. Also wie ihr seht, das Tamen ist ganz einfach. Ich glaube, die wilden animalischen Tiere, also die wilden Tiere kann man nicht claimen, wie zum Beispiel den Wild Boar. Hier könnt ihr sehen, das waren die ersten beiden, die ich gefangen habe. Ich habe meine Äpfel drinne von einer Qualität von 90. Das heißt, die Qualität treibt sich hier auch wieder hoch.
Und ich hatte die beiden hier im Breeding-Fenster drinne. So, einfach die Dinger nehmen, hier reinziehen und dann löptet, auf Deutsch gesagt. Ne? Und dann kam auf einmal denn hier ein kleiner Schafsbock von, also 0 Jahre, von 77er Qualität, schon wesentlich höher. Und ja, der ist dann halt aufgeploppt, steht auch hier, Little Ram of 75 Quality was born. Und jetzt ziehen wir uns hier die Dinger mit rein. Wir können leider nur hier oben einmal züchten und sowas. Also ich kann jetzt nicht, gehen wir mal nach Gender, beziehungsweise nach dem Alter. Ja, die beiden könnte ich noch machen. Machen wir das mal. Gucken wir mal, wir gehen einfach mal so und so. Und jetzt müssten die zwei höchsten Tiere von der Qualität her, müssten natürlich auch ein hohes neues Tier machen. So, das war's zum Tame. Kurzes Infovideo. Was ich so herausgefunden habe, ich werde natürlich noch weiter gucken. Die Wagen kann man nicht... Jetzt habe ich ein Standbild. Ah, die Wagen kann man noch nicht bewegen. Einen Moment mal bitte, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Hier sind zum Beispiel die drei Gefährte, die man bauen kann. Außerhalb des, ja, also die drei Teile, die man halt bauen kann, die man aber als Spieler, wie ihr seht, nicht bewegen kann. Als Administrator geht das, aber nicht als Spieler, wie ihr hier seht. So. Ihr seht, es kommt ganz normal der Reiter halt nur über oben. Was aber noch funktioniert, das ist das Bauen auf geslopten Flächen, wie wir hier sehen. Ich hatte ja in dem einen Infovideo, hatte ich ja geschrieben, beziehungsweise gesagt, dass auf unserem Server möglich ist, dass wir dann als GM kommen, wenn ihr auf so einen geslopten Flächen auf und ab Fundamente für Mauern und sowas setzen wollt, konntet ihr nicht als Spieler, mittlerweile sollte es als Spieler gehen. Einen Moment, also vorhin ging es bei mir auf jeden Fall. Wir bauen mal ganz normal einen Steinwall. Er hämmert und hämmert und hämmert. Und dann sollte auch das Fundament kommen. Seht ihr, ich bin ganz normal als Spieler drin, weil sonst hätte ich das innerhalb von einer Sekunde gebaut. Auf geslopten Flächen geht es mittlerweile wieder. Finde ich sehr gut, dass man Animals jetzt tamen kann. Also auf jeden Fall, die Schafe sind auf jeden Fall drin, männlich und weiblich. Ich kann euch nicht sagen, ob die immer zu zweit spawnen, aber hier, wie ihr seht, ist auf jeden Fall definitiv ein Spawnpunkt. Dann gibt es noch die Bären sind noch implementiert, die kann man nun nicht tamen, ist ja ganz klar. Ein Hit und ihr seid tot. Und dann gibt es noch die wilden Eber. Die kann man auch nicht tamen. Tja, was soll ich noch dazu sagen? Also ich persönlich finde den Patch eigentlich recht knorke. Richtig super. Er öffnet natürlich auch den Farming-Skill. Im Farming-Skill ja natürlich auch wieder etwas, weil man hier ja natürlich dann auch wieder ein bisschen mehr Viehzucht in so ein Gedöns machen kann. Ich finde es ganz gut. Ich wollte es euch nur mal sagen, wie das funktioniert, weil manche stehen wahrscheinlich davor, wie geht denn das und sowas. Genauso wie bei der Bahn. Einfach nur auf Clean bzw. auf Harvest drücken. Schon bekommt ihr die Scheiße. Entschuldigung, schon bekommt ihr die ganze Scheiße ins Inventar, um es mal so auszudrücken. Ich bedanke mich, das war ein sehr kurzes Infovideo in Sachen Tame und Breeding. Ja, habt Spaß dabei, ich hoffe, es hat euch gefallen, es war informativ. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Ora et Labora, euer Hobby.